So, angeblich hat das Gamepad einfach nicht verkraftet. Weiterspielen. Viel Spaß. Ja, das Gamepad ist schon eine tolle Sache. Ja, hier einen Anfall bekommt, ey. Nicht wieder das Gamepad kaputt machen. Okay. Neuer Rekord. 28. Ich gratuliere. So, warte mal, jetzt muss ich gucken. Die Tussi ist da. Dann ist der fette Bär hier. Das schaffe ich niemals. Ja, das Gamepad zu rumleben. Ja, das wäre nett, dankeschön. Aber nicht, dass das Gamepad gleich kaputt geht. Weil ich draufhaue, das ist ein Irrer. Freunde, ich hasse das Spielprinzip. Ich hau einfach irgendwie drauf, das ist mir jetzt egal. Nein, ich hab doch nicht mehr! Oh Gott. Oh Gott, schnell! Fette Katze! Die Spielidee ist einfach so dumm! Und du kannst einfach nichts anderes. Nein, die Katze! Oh, Alter. Irgendwie habe ich die noch alle geschlagen. Schnell! Irgendwas? Nee, egal, ich überfordere jetzt das ganze Gamepad hier. Hoffentlich bricht es. Hoffentlich bricht es wieder ab. Der bricht mein Rekord. Nein, breche ich nicht. Doch, ich hab du hast nur Porsche Nummer 7. Ja, aber du warst ja auch mittendrin. Das war ein bisschen leichter Unfall. Hallo! Alter. Ich hasse das Spiel so sehr. Schon Rekord. Ja, 28 hatte ich. Nein. Oh Gott! Was ist das denn? Der bricht mein Rekord! Ja! Bitte, 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 bitte! Das ist auch meine Konsole, das darf ich auch. Hallo? Bitte, F! Was war das denn jetzt für ein Betrug? Hallo? Schlag. Nein! Minus 1! Minus 1! Hallo? Ja! Nein! Ja! Nein, das hat sich gezählt! Nein! Unentschieden! Yes! Ah. Gerade einfach noch so! Der hat einfach mittendrin nicht reagiert schon wieder. Ey, Drecks Amiibo-Karten, ne? Aber ich darf nicht haten, sonst kommen wieder viele Daumen runter. Okay. Passt das so für dich? Ja, geht schon. Was? Ja, das war bei mir auch so am Anfang. Da habe ich auch gesagt, hä, das kann ja gar nicht sein. Okay. Oh, jetzt entscheidet es halt, ne? Ist ja schon scheiße. Was? Kommt auch leicht durcheinander, gell? Ja, nicht, dass mich das Gamepad überfordert wird. Reiz es nicht aus. Das haben wir auch noch nie erlebt, ne? Wahre MLG, ne? Hier. So ein Berg. Macht das Gamepad nicht kaputt, das kostet Geld. Aber da ist ja auch eins liegen. Nehmen wir einfach das mit. Minus eins? Jawohl. Ich verstehe das Spiel nicht. Also so richtig habe ich es auch nicht verstanden. Manchmal kriegt man Minus. Ja, du darfst halt nicht zu. Hä, wieso hat der jetzt einen Minuspunkt bekommen? Ich verkraftet den. Egal. Wir hauen einfach drauf, das ist uns zu kompliziert hier. Oh, das war eine schlechte Runde sogar. Macht Spaß. 22. Okay. Nochmal. Bitte halten Sie das Gamepad wieder. Und drücken Sie auf die Taste A. Krasser Mensch. Ich könnte es nein, danke drücken sollen. Jetzt wird's ein bisschen blöd. So. Alter! I'm so ready for the Betrugsspiel 2017. 17. Alter. 2016, 17. Alter, MLG! 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 Alter, das werde ich jetzt alles sehen. Die Leute halt aus, wie die Dinger aussehen, wenn du geschlagen musst. Ach, ich weiß, guck mal, da ist ein Zeichen auf den Dingern. Ja, das habe ich auch. Am Anfang dachte ich ja nur, dass man da drauf schon stand, wenn das gleiche Zeichen von denen auftaucht. Aber so ist es ja dann doch nicht. Deswegen. Wahrscheinlich, wenn es das gleiche Zeichen ist, das nicht drauf haben. Das könnte sein. Hallo? Amiibo-Karte! Wieso denn nicht? Amiibo-Karte! Oh Gott, ich komme hier leicht verwirrt. Schnell, hau noch drauf. Gott sei Dank. Hau drauf, Kollege. Sieht aus, als wäre tot der in der Mitte. Gestorben. Gestorben. Ja, der hat mich hier betrogen. Wie das aus, wenn die daneben hauen? Wieso denn wieder schon Minus 1? Hallo? Das ist schon mehr wie. Nee, ich brauche noch nicht mehr wie ich. Ja, ich will aber trotzdem weiter. Ich werde den Rekord noch brechen. Aber jetzt doch. Nein! Schon wieder nicht! Oh, das war so knapp, ey. Okay. Jetzt habe ich 2. 1. Jetzt musst du noch einen Punkt machen. Also theoretisch gesehen habe ich jetzt erstmal einen Punkt, weil wir vorhin unentschieden gespielt haben. Ja. Jetzt musst du es schaffen. Wenn du es nicht 28 schaffst, habe ich schon wieder einen Punkt. Alter. Schlag mich, dreht mich, hau mich.
Und go. Die Amiibo-Karten wollen nicht. Sie haben einfach keine Lust dazu. Hoffentlich schafft er das nicht, sonst müssen wir noch eine weitere Runde spielen. Und aber wir haben noch keinen Bock auf das blöde Spiel hier. Ich will es einfach weghaben. Sieht aber ehrlich gesagt sogar gut aus für dich. Scheiße. Nee, sieht absolut scheiße aus. Ich hab 9. Ah, jetzt hast du schon. Vorhin hatte ich 10, okay. Es sieht noch gut aus für mich. Dort, der Doppel Stott, Alter, hast du das gesehen? Der ist gestorben. Der hat geschlagen, ist direkt gestorben. Boah, also miserabel, hey. Ja, brauchst gar nicht mehr weitermachen. Ich glaube, den schaffst du eh nicht mehr. Damit. Du hast das Gamepad schon wieder überfordert! Mann, ey, der Junge, der macht immer mein Gamepad hier kaputt. Oder ist mein Gamepad jetzt komplett zerstört geworden durch den Transport hierher? Weil mir jemand nicht bei mir auf, sondern bei ihm zu Hause. Ich überfordere dein Gamepad. Er hat mein Gamepad zerstört. Weiterspielen. Oh, du hast noch eine Sekunde, schnell! Oh. Irgendwann mal zerreißen wir noch die Karten. Zerreißen wir irgendwann mal noch. 16. Nochmal spielen? Nee. Danke, nicht nochmal. So. Jetzt habe ich 2 Punkte und du hast 1 Punkt, gell? Ja. Geil, Alter. 135. Ja, das bringt mir mal halt nichts. Ne? Ja, gut. Kann man noch ein Spiel gegeneinander spielen? Das kann ich leider nicht spielen. Das ist halt eben ein Teamwork-Spiel. Aber, Freunde, wir spielen das. Weil da gibt's eine Sache. Das dauert halt ein bisschen lange. Du musst halt jetzt eben. Wir machen nochmal das. Ich mach nochmal das. Das habe ich kurz gespielt. Du hast halt jetzt eben so deine Karten. Und die mischen wir jetzt kurz halt zusammen. Wir benutzen schon die gleichen Karten, aber du musst halt so eine Insel erkunden und so ein Boot zusammenbauen. Und wenn der, wo er halt am schnellsten das Boot zusammengebaut hat, kriegt er halt hier einen Spielepunkt insgesamt. Spielen wir aber nur einmal, weil es halt viel zu lange dauert. 4, 6 und... Oh. Das Schwein, oh, der hat eine Schelle von mir bekommen, ich sag's dir. Schelle, die sich gesessen, wie sie ist das? die hat er nicht verkraftet, okay. Mal gucken, wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? 7 Minuten und vorher noch. Okay, das passt. Bin zufrieden. Alter, das Schwein hat immer noch eine Schelle von mir bekommen. Das stirbt gleich. Ich muss näher ans Mikro ran. Wer ist dran? Der Bär, der Moritz. Okay. Warte mal, mach ich so. Der Bär. Also, ach, ich muss ja gar nicht meine Amiibo-Karte nutzen. Wie cool. Also, du kannst jetzt sehen, wie das halt funktioniert. 10 Stöcke, okay. Du kannst ja auch, toll, aus dem Stock. Krass. Oh mein Gott, ein Stock. Wow. Dann gehe ich hier runter. Man muss halt eben, man sieht ja hier, du musst 3-mal Holz finden und ein Segel. Segel. Toll, ein Stock. Krass. Okay. Moritz. Wer ist das? Weiß ich nicht. Krass. Das ist ein Hund. Ah, auf jeden Fall. Eine Katze. Ein Hund. Ja, ja. Was hat denn der auf dem Kopf? Ach, so ein Hut hat er, ne? Oh cool. Gott. Okay. Nein! Oh nein! Eine Fallgrube. Komm, hol mich hier raus, Spiel. Dankeschön. Alles klar. Ja! Yeah. Ich werde wahrscheinlich das andere ziehen. Du wirst immer das andere ziehen. Puh. Du musst ein bisschen weiter zurück vom Mikro. Oh, ja. Du hast es geschafft, dich aus der Fallgrube zu befreien. Emoji. Was, darf ich nicht? Hä, wieso sind meine... Oh, Betrug? Komm, Schweinchen. Was kann der? Der kann über Gefälse. Jeder hat eigentlich so seine Fähigkeiten, aber die sind irgendwie... Ah, der kann den Stein schon finden. Okay. Toll, ein Stein. Bringt dann absolut gar nichts. Ja doch, du kannst mit Stein Werkzeug machen. Zum Beispiel kannst du, wenn du in eine Fallgrube landest, so ein Dings, eine Schaufel oder so bauen. Ja, hier möchte ich gerne mein Zelt hinbauen. Was sollen wir denn machen? Also schlafen. Das hätte zu mir passen. Können wir was bauen? Ja, wir können eine Schaufel bauen. Ich baue mal eine Schaufel. Ja, möchte ich. Aber eine Schaufel ist wichtig in dem Spiel. Oh mein Gott, Alter, eine Schaufel. Ich hau jetzt mit einer Schaufel das Schwein tot. Ab 18 der Part. FSK 18. Was soll der Abenteuer machen? Komm, das darfst du vorlesen, weil du magst es ja so. Essen und schlafen. Oh. Ich will es gerne im Spiel. Nee, das ist so nicht. Oh, komm, ein bisschen. Schlafen die so? Nee. Ach nee, ich dachte gerade, die schlafen bestehen. Ja, das wären MLGs. So, 6 Tage habe ich noch und mein Vorrat sind noch 2 Tage Essen. Oh, das Essen.
Das ist der Bär ist dran. Essen. Hab ich angefangen? Ja. Oh mein Gott, sieht das für sich hin. Das ist für sich. Guck mal, der rüttelt am Baum, aber sein Kopf haut der ganze Zeit gegen die Pfirsich da. Scheiß Pfirsich, komm runter. Ich hätte deine hoch. Ja. Komm, gib mir 4, Mann. Ich muss ja überleben hier. 3. Ja, das ist auch okay. Der Betrug ist geil. Kannst natürlich, du? Ich weiß, bevor man Pfirsich auf den Baum holt, tut mir erst so ein Ding den Kreis machen, drehen lassen. Und dann tut man natürlich so das ganze Leben. Du läufst raus und drehst du, ob es dich hinhaut oder nicht. Ja. So, das reicht mir immer noch nicht ganz. Okay. Das duftet nach Honig. Du suchst auch nur nach Essen, oder? Ich hab halt Hunger. Ein Honigwaben! Lecker, lecker, lecker. Oh, oh mein Gott. Bitte, bitte Glück, bitte Glück. Oh Gott! Oh, ja, mein Glück, ey. Der läuft einfach dagegen. Ach so, Leute, besiegt man übrigens Bienen, ne? Und einfach so dagegen macht so. Die haben halt nicht mal Finger, ne? Das ist halt schlimm. Honig! Cool, der ist ja richtig krank. Und das reicht mir für den dritten Tag, okay. Kunden. Ja, Holz, Gott sei Dank. Toll, ein Baumstamm. Nochmal ein Baumstamm, bitte, bitte. Was ist das? Also du kämpfst jetzt. Du kämpfst jetzt. Du musst gewinnen. Wenn du das nicht schaffst, dann bist du ein fetter, fetter Bär. Ja, das war ja auch schwer. Schlägt eine Three Needle. Ja, wie schlecht. Ha! Okay, kann ich irgendwo noch hin? Geh hier am Strand und geh dich ertränken. Geh ins Wasser, geh ein bisschen schwimmen. So, Moritz, wo gehst denn du hin? Ich hab gehört, du gehst hier hin und fällst du in eine Grube hin. Dann gib Schläge. Huch! Sieht so aus, als hätte jemand da hier so krank. Ein Schatz? Ist ein Schatz? Bitte sei ein Schatz. Natürlich, der krebt da immer rein und schon fliegt was raus. Ja, ein Ausrufezeichen. Hallo, machst du es nicht in deinem Garten? Also, ich glaube auch immer im Garten, dann kommt so ein Ausrufezeichen raus. Ja, dann kommt sofort ein Ausrufezeichen raus. Wenn ich was? Vor einem Pflanzen. Du hast eine Falle. Was? Ich kann die Falle. Oh, wie cool ist das denn? Ja, wen willst du die Falle reinwerfen? Ja, ich weiß gar nicht, was das bringt. Jo, nicht. Ich stell's mal hin. Vielleicht bringt es mir was. Du hast die Falle bekommen. Okay. Alles klar. Oh, Papier. Könntest du da schreiben? Ich glaube, das ist ein Stoff. Ein Alter. Stück Stoff, ach so. Alter. Dann nicht Baumstamm. Nein, da wollte ich hin. Oder wie viel hat der? 4 Fälle, das reicht nicht, oder? Doch, reicht. Cool. Er wird in der Feld in so eine Grube rein. Und stirbt dann. Und da bin ich nicht. Nein. Oh, Honig sieht nur an. Ich will doch keinen Honig haben. Wegschleichen, ja. Das ist mir zu riskant. Weil der hat schon Pflaster der Arme. Oh ja, der Wind braucht nicht noch mehr Schläge. Von mir euch persönlich. Okay, also habe ich eigentlich jetzt alles erkundet. Bloß hier nicht. Ich würde sagen. Komm, Bär, Alter. Hier schlagen wir drauf. Ich will auch schlafen. Es ist, glaube ich, sehr immer. Was sollen die Eisen schlafen? Oh. Oh. Schlafen. Blätter. Du hast Honig gefunden, die essen Blätter. Ja, die denken halt, Blätter sind gesünder. Honig kann ich noch verkaufen. Das ist halt Geld geil, weißt du. Alle sparen hier, was da geht. Warum spielen die nicht Minecraft und buddeln sich unten? In so eine Höhle. Ja, Mann. Oh, fetter Bär. Oh, was gibt's denn jetzt schon wieder? Fische. Aber du hast keine Ahnung. Blöd. Spring rein. Bring Fang sie mit der Hand. Steine? Ja, brauche ich gar nicht. Dornstein. Ja, was bringt das denn hier? Ja, schon Stein. Könnt ihr mir abwerfen? Ja, der findet aber nur Fressen, ne? Das hat schon so ein Tipp, der immer noch. Das will ich. Echt jetzt? Ja. Krass. Ich find aber nur Essen. Ich hab so viel Glück, ja. Ich verkack mit Nano. Ja. 1-1. Biene tot. Ihr seid alle gestorben. Komm, Moritz. Du hast doch 6, ne? 3. Oh. Hat also keine 6. Ja, das reicht mir, oder? Nein, 1. Dann bin ich ja weg. Noch 5 Tage, Alter. Komm, Schweinchen. Aber du hast doch eh nur. Was kannst du reißen? Ja, du kannst auch darüber, okay. Komm, Schweinchen, schaffe es. Und was kommst du raus? Bitte was Gutes. Huch. Ja, was bringt dir denn diese Fahnen? Das verstehe ich gar nicht. Keine Ahnung. Muss ich da nochmal hin? Oder kann ich sie dann beim nächsten Mal spielen? Ja, sagen wir. Das teste ich aus. Ich setz das mal hier hin, weil es gibt ja nur ein Fragezeichen, aber hier weg, also morgen müsste ich schon weg sein.
Ach, ich bin ein Honk, ne? Wieso? Ja, das war blöd, weil ich muss hier hin. Weil ich komme sonst gar nicht darüber. Was sollen wir noch machen? Werkzeug, obwohl der nichts mehr bringt, aber komm, jetzt sagen wir mal, was man so bauen kann. Ich nehme mal das, ich weiß nicht, was das ist, aber... Ein Netz. Ja, aber was bringt das? Ach, für Honig und so, dass man die dann einfangen kann. Okay. Also mit den Dingen kann man halt, wenn ihr so ein Honignest findet, das dann fangen. Und müsst nicht kämpfen. Essen und schlafen. Blätter sind gesund. Viel Protein, viel Kalorien. Ja, morgen würde ich sterben, ne? Das wäre der letzte Tag, wo ich auf der Insel überleben könnte. Sonst müsste ich meine Kollegen umbringen, um noch länger zu überleben. Ja, ja. Ja, Braten. Proviant, einen Tag noch, sonst verrecke ich hier. Ja, gut. Und wenn es auf der anderen Seite ist, habe ich doch eigentlich verloren. Komm, fetter Bär. Ja, ich hab's geschafft, oder? Nee, habe ich nicht. Das brauche ich gar nicht. Oh, nö. Scheiße. Habe ich jetzt verloren? Nein, dann könnte ich vielleicht noch die andere Seite rüber. Nee. Oh mein Gott, das war jetzt... Das ist unnötig. Zack. Oh, dann hat jetzt... vier Felder. Das ist gar ein Schweinchen dick. Ein Tag schon überleben. Ja, dann sterbe ich halt. Ist mir doch egal. Ist ein kinderfreundliches Spiel. Danke, Nintendo. So, aber schon lange, ne? Hier, habe ich gar nicht gedacht. Ja, wir könnten... Ne, wir haben ja gar keinen Stock. Wir können keine Angel bauen. Ist ein Blatt. Das reicht für den ganzen Tag. Stimmt jetzt? Oh, kein Problem mehr. Wir müssen morgen dringend Nahrung finden. Alter, die verpixelten Augen vom Bär. Das ist schon der schlimmste Albtraum, ne? Ja, machst du den Kühlschrank auf und da ist nichts drin. Oh. Da würde ich sterben. Das Abenteuer braucht Proviant, das brauchen wir gar nicht. Fette Bär geht jetzt einfach da runter und hat das schon geschafft. Nein, geh doch nicht dahin. Oh, du bist doch so ein Honk. Der hat immer Hunger. Ach, da muss ich nicht kämpfen. Okay, cool. Komm, ich brauche 5. Alles klar. Ja! Du hast die Bienen verscheucht. Hä, ich kämpfe doch einfach mit meinen Händen, das ist doch viel cooler. In your face, in your face. So, das reicht mir doch für einen Tag, aber ich hab's doch jetzt geschafft, ne? Ja, das war's. Liegt einfach so mal so herum. Ja, einfach so auf der Insel. Geil. Easy win. So, stand da jetzt die Zeit dich oder wie viele Punkte? Weil du, sagen wir einfach, wenn du mehr Punkte hast als ich insgesamt, dann hast du eigentlich gewonnen. Ich schaff's wahrscheinlich nicht mal. Ja, geschafft. Aber trotzdem noch ein Pflaster gehabt. Wenn ich den Pinguin gewinne, dann hab ich dann gewinne. Aber du hast die gleichen Charakter wie ich, weil sonst wäre es ja unfair. Ach stimmt. Ja, du, es kann halt sein, dass du mehr Glück hast, ne? Mehr Glück als du haben kann man nicht gerade eben. Doch, doch. Weil ich hab's gestern gespielt, bin ich mal gespannt, ob ich gestern besser war oder schlechter war. Gestern 90. Ja, besser. Du hast gestern 29.000 gehabt. Mit dem Captain. Captain! So, jetzt ist er dran. Mit den drei Karten. Oh Gott. Ich scanne sie dir schon mal ein. Jetzt geht's los. Ja, mein Schatzi. Er freut sich schon. Ich spüre es, wie er sich schon freut. Oh, ich habe schon drei Karten. Aber es reicht mir nicht. Er ist schon froh. Oh, denkt so, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Spielen, ja, Spiele machen. Das ist nämlich ein Minecraft-Spiel. Ist so Werkzeug machen. Ja, bloß das ist hier machen. Einfacher, ne? Ja. So, okay. Du weißt jetzt, wie es funktioniert, oder? Von der Steuerung her, ja, es ist nicht schwer. Wieso? Oh, sie haben ein... Hä? Wie unlogisch ist das denn? Was? Die fahren mit dem Boot her... Und dann haben sie... Und dann fährt das Boot einfach weg. Alles klar, okay. Oh, welche Töchte? Wetten, da ist jetzt ein Holzstück. Nee, ich dachte schon. Aber ist halt die Frage, ob das jetzt alles gleich ist oder halt auch unterschiedlich. Unten. Stehen. Das war doch auch so wie bei mir, ne? Ja, der Vollumfer, der weiß ja eigentlich schon, wo alles ist. Wer hat sich denn die Scheiße gehört? Oh, ich lauf genau dahin. Oh nein, eine Fallgrube. Ja. Ja, als ob, ey. Der sieht komisch aus mit seinem. Puh, du hast es geschafft. Und du hast dein Gewicht genutzt, um da rauszukommen. Du musst auch Essen sammeln, ne? Essen ist wichtig. Geh mal nach links, aber ich sag mal nichts. Vielleicht ist da was. Das wäre ja voll lächerlich, wenn da was wäre. Fische. Oh, keine Ahnung. Nee, das ist anders, oder?
anders, ja. Okay. Dann. Moritz, warum hat er jetzt was anderes an? Er hat doch seinen Hut noch an. Seinen Hut. Voll. Laufen wir da rüber. Sonnenschutz. Wo möchtest du sein Zelt? Du kannst immer, halt da, wo du schon ein Kunde bist, kannst du dein Zelt, Dings, Zelt hinbauen. Auf den Bären drauf, damit er stirbt, du Monster. Es fliegt jetzt von oben durch so ein Flugzeug runter, so ein Werkzeug, ja, eine Schaufel kannst du dir bauen. Irgendwie würde ich dem nicht auf. Echt? Oh mein Gott, sie freund. Ja, eine Schaufel, Alter, Mann! Da liegt noch der Stock und die haben eine Schaufel. Ja, du hast zwei Stöcke gehabt. Also stimmt. Was wollen die Abenteuer jetzt tun? Essen. Essen. Irgendwie ist der Bär am schnellsten. Wo daran, da, was da? Ich sag mal nichts dazu. Vielleicht platzt das so in den Zelt. So die Leute chillen jetzt so ihr Leben am Platz. Okay, du hast schon mal ein Stückchen Holz. Ein Stückchen Liebe. Du hast ein. Der hebt ein Blatt Papier hoch und sagt dir, du hast ein Stückchen Holz. Ich finde auch einfach mal so. Ich hatte sie wieder den Kopf an. Ja. Oh. Deadass. Du hast 4 gefunden, Alter. Tada! Probier das mal 2 Tage. Oh, das könnte echt eng werden bei dir. Du musst mehr in die Büsche gehen, Alter. Okay, da war glaub bei mir ein Baum, deswegen ist es ein bisschen anders. So, ich lasse den mal da rüber gehen. Oh, der hat auch ein Blaster, was hast du mit dem gemacht? Da habe ich getreten und geschlagen. Oh nein. Wetten du hast Pech, ich wette was. Oh, eng. Das ist schon das Pech gehabt, bitte. Ich weiß es nicht, ich hab's noch nie gehabt. Wahrscheinlich kriegt der nochmal Pflaster. Wo möchtest du da hin? Boah, es ist halt schon eng, ne? Ich weiß halt nicht, was mit dem Kram passiert. Kriegst du dann gar nichts? Okay, er geht's drauf an. Ich hätte es nicht gemacht. Oh, und er wird dafür belohnt. Krass. Alles klar. Betrug, das zählt nicht. Das schneide ich raus. Das schneide ich alles raus. Du hast Hunger. Ich habe immer Hunger. Guck mal, deine Fisch da oben. Stimmt, halt mal gegen die Insel. Schon ein schönes Leben, was er da hat. So. Geh zum Baum. Oder? Lass ich den Typen gehen. Vorne da. Oh. Honig. Oh, du hast. Also mit dem Essen hast du mal mehr Glück. Ja, normal. Also wenn du schon so viel Glück. Obwohl. Oh, das hätte ich nicht gemacht. Nein! Ja. Jetzt geht wieder was passiert. Du kannst ja nicht einfach gar nichts. Oh. Biene steht in Tour weh. Ja, und jetzt? Ey, jetzt war's. Jetzt guck mal auf die Karte, wo du am besten was setzen kannst. Nein, noch nicht. Jetzt kannst du ja gucken. Also du bist da. Ich will den Typ darüber laufen lassen. Ja, du kannst ja, wenn du ein Zelt aufbaust, gehen die alle drei dann ins Zelt rein. Also so, musst du jetzt taktisch laufen lassen. Ja, genau. Das hier ist irgendwo so. Nee, komm da nicht rüber. Nee, komm nicht rüber. Hier so. Ja, beim Baum wäre ganz gut. Weil das Schwein kann ja 4 laufen, dann würdest du halt schon die 2 Bäume haben. Möchtest du auf den Baum ein Zelt draufsetzen? Ja, wie Baumhaus. Ah, okay. Bauen jetzt kurz ein Baumhaus. Ein Werkzeug, was können wir denn bauen? Nochmal eine Schaufel. Nö, bist du. Schleuder. Was bringt das? Abschießen damit. Eine Schleuder. Deine Freunde töten. Dort. Ja, ich schieß meine eigenen Freunde aber einfach so. In den Kopf rein. In der Schule, wenn du schon Stühle rumwirfst, dann. Ich glaube, sind Steine nichts Besonderes. Schau vor, so bei einer Veranstaltung. Nimmst du so die Stühle und wirfst sie da rum. Noch 5 Tage. Oh, 1 Tag Proviant, das wirst du nicht überleben. Ihr es echt nicht schaffen wird. Aber der Bär findet immer was zu essen. Nein. Huch. Sieht aus, als hätte er schon wieder irgendetwas. Boah, Alter. Der fährt da einmal rum. Schon. Statt halt beiseite zu gehen. Ja, das bringt auch was. Was bringt die Falle? Setz es mal auf ein Schwein drauf. Mal gucken, ob er dann stirbt.
Achso, dann gehe ich halt darüber hin. Oh. Das 10. Oh, das sieht ja toll aus. Oh easy. Ja, unten ist, glaube ich, mehr. Also, da wo du jetzt bist mit deinem Schwein. Ich glaube, da ist das meiste. Er holt sich. Ach, den. Oh, der setzt eine Runde aus. Jetzt ist halt die Frage, was du machst. Gehst du links oder rechts? Aber ehrlich gesagt, ich würde aber rechts gehen. Nee, wenn du hier bleibst, bringt es dir nichts, weil du kommst ja nicht weiter. Also ich würde rechts gehen, aber ich mische mich nicht ein. Weil ich weiß nicht, links ist halt mehr Essen. Aber halt rechts eben auch. Da ist ein Feld mit Essen und eine mit unerkundet. Also auf jeden Fall ist links und rechts noch was. Was sagen, ich setze das hier hin. Deine Entscheidung. Ich weiß es gerade nicht. Weil halt eben, du musst dir überlegen, warte mal, da können wir ja mal gucken. Der Moritz kann halt 6 Felder laufen. So, das letzte Mal, ja, ich glaube, du kannst. Ich bin nicht in so einer Tausend. Ups. Hast du was bauen? Nee. Okay. Ich glaube jetzt, einen Tag kann schon, ey, das schaffst du eh nicht. Schaffst du, glaube ich, überhaupt nicht mehr. Wenn ich jetzt Nahrung finde. Ja, aber du hast ja schon fast alles erkundet. Ja, drüben, drüben Nahrung. Ja, reicht halt noch für einen Tag aus. Ne? Okay, also theoretisch gesehen kann er schaffen, aber ich bin halt noch gespannt. Komm schon. Er findet immer. Nein, oh! Oh, das ist sein Untergang. Den schafft er nimmer. Für einen Tag vielleicht noch. Ah, ja. Zu wenig Proviant steht, ja. Ich weiß nicht, vielleicht bringt dir die Falle ja Essen. Also wenn du da hingehst wieder und dann hat sich da was vielleicht gefangen. Segel hatte, es fehlt nur noch ein Holzstück. Moritz muss klären. Jetzt gehen wir dahin. Genau, gehen wir dahin. Da hast du doch die Falle gebaut. Ja, genau. Ernsthaft, er fällt der in fällt die Falle rein? Okay. Gut, ich habe mir was anderes vorgestellt. Oh, scheiße. Das habe ich jetzt verkackt. Shit. Oder reicht es noch? Probieren. Ist Ende, oder? Yep. Ja, ist Ende. Schade, du bist gestorben. Und das Boot ist immer noch weg. Ja, das. Oder es fällt jetzt auf, mehr. Die alle drei da drauf sind. Noch einmal spielen. Nein, bitte nicht. Das überlebe ich nicht. Ich würde sagen, das Spiel geht an mich. Ganz knapp. Mit 3 zu 1. Ja, Amiibo Festival. Was, nur 15 Punkte? Okay, dann würde ich sagen, das war's von diesem Part. Schaut unbedingt bei den nächsten Parts vorbei, die wir jetzt machen. Und dann bis dann. Ciao. Tschüss.